Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tribulus. Nee, Quatsch. Tribulus Big Pack wollte ich schon sagen. Nein, wir sind hier in Minecraft Vanilla. So, und hier geht's weiter mit dem Tunnel. Ja, um euch mal ein bisschen zu unterhalten, habe ich mir so gedacht, ja, du könntest eigentlich auch mal wieder so ein Thema anschneiden, ne? Und was wäre naheliegender als... Verdammt. Jetzt habe ich ein... ja, jetzt ist mir der Koppel ausgegangen. Ja, ja, gut. Was wäre naheliegender als, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naheliegender als, jetzt irgendwie was zu erzählen, was, mich und meine Frau betrifft. Du da? Okay. So. Und zwar, ja, wir erwarten ja Nachwuchs. Es wird ein kleiner Street, das wissen wir schon mal. Also, wir wissen nicht, ob es Junge oder Mädchen wird. Hauptsache, der Bub ist gesund. Sagt man ja so schön, ne? Oh, ist mir egal, was es wird. Hauptsache, der Bub ist gesund. Mhm. Nee, also ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, was mir lieber wäre, ob Junge oder Mädchen. Hauptsache, ja, wie gesagt, Hauptsache, der Junge ist fidel, quietschfidel. Verdammt, jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Nein. Also, ich würde mich auch freuen, wenn es ein Mädchen wird, klar. Hauptsache, wirklich Hauptsache, das Kind ist kerngesund. Ja, dass es jetzt halt irgendwie eine Behinderung hat oder sowas. Ich meine, klar, Eltern mit behinderten Kindern, die haben ein richtig schweres Los. Aber was willst du denn machen, ne? Das ist eben Elternliebe. Das ist Elternliebe. Und es ist natürlich auch so, dass du kannst nichts dagegen machen. Du kannst so viele Untersuchungen machen, wie du möchtest. Zu 100% kannst du dir nie sicher sein. Das ist leider so. Ich meine, es gibt so, wie sagt man, warte mal, das Kind wohnt im Bauch der Mutter und da ist, Alter, glaubst du, mir wird das jetzt einfallen, Schwangerschaftsflüssigkeit oder sowas? Gibt es ja so eine Untersuchung, wo man das Wasser im Bauch noch untersuchen kann, aber da ist eben auch die Gefahr, dass das Kind dann auch Schaden nimmt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch so ist, aber ja, das ist so mein letzter Wissensstand, sag ich jetzt mal. Und ob das jetzt heutzutage noch so ist, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich hoffe nicht, aber trotzdem, ja, wenn es wirklich noch so ist, dann würde ich das... Nein, ich möchte das nicht machen. Ich meine, der Ultraschall mittlerweile ist ja richtig, richtig gut geworden, ne? Also mir sind letztens beinahe die Tränen gekommen, wo ich schon das Herz hab schlagen gesehen, ne? Das ist der Hammer. Ich hab... Mir... Also... In mir sind Gefühle hochgekommen, die habe ich vorher noch nie gekannt. Da habe ich das auch erst richtig realisiert. Dass wir Kinder bekommen. Oder dass wir ein Kind bekommen. Das ist der Hammer. 2, 3, 4, 5. Echt der Hammer. Also, wie der eine Zuschauer, Entschuldigung, wenn ich einen Namen jetzt wieder nicht zwischendrin mal geguckt. Wie du heißt, es tut mir leid. Wie er schon gesagt hat, ne, also, der ist alleinerziehend. Auf das Thema kann ich vielleicht auch noch drauf eingehen, was mich da so bewegt. Er ist alleinerziehend und hat dann auch gesagt, also ihm konnte nichts Besseres passieren als ein Kind. Ja? Ich habe jetzt leider nicht rauslesen können, ob das jetzt Junge oder Mädchen ist, aber ist ja auch wurscht. Aber so Alleinerziehende, die haben es natürlich auch nicht leicht, ne? Würde ich mal so behaupten. Ich meine, man muss Job unter einen Hut bringen, dann eben noch die Familie und hast nicht gesehen. Also es wird bestimmt nicht leicht sein. Und meiner Meinung nach, ja gut, ich meine, ein Kind allein kann wahrscheinlich eine Beziehung nicht kitten. Das ist meine Meinung. Ich meine, ich bin ja auch schon geschieden. Jetzt nicht mit meiner jetzigen Frau, sondern eben vorherige Ehe gehabt und so weiter und so fort. War schön, solange es angedauert hat, aber pff, ja gut. Was eben nicht sein muss, ja, man kann ja auch nichts erzwingen. Und da hatte ich mir auch so überlegt, was wäre, wenn sie jetzt schwanger werden würde? Würde ich dann mit ihr zusammenbleiben oder nicht? Ich habe heutzutage noch keine Antwort drauf. Weil, ja,
Es ist eben einiges schiefgelaufen. Fünf. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau, passt. Es ist eben einiges schiefgelaufen. Was hätte nicht sein müssen. Aber ja gut, da steckst du eben nicht drin. Und wenn du drin steckst, meinst du auch sehr gut, ne? Sagt man ja so schön. Naja. Ist eben so. Geschieden, aber damals war das das Richtige. Auch wenn das sehr, sehr, sehr weh getan hat. Also auf die leichte Schulter kann man sowas nicht nehmen. Definitiv nicht. Aber ich bin ja jetzt mit meiner jetzigen Frau sehr, sehr glücklich. Und wir kriegen auch Nachwuchs, wie schon gesagt, ne? Und das ist auch die Hauptsache. So. Dann machen wir das gleiche nochmal hier. Nochmal so ein Schwenk. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Karte da. Schade. Weil ich würde hier auch gern so eine Rundung machen. Ich bin gerade mir überlegen, wie ich das am geschicktesten hinbekomme. Naja, okay. Schauen wir einfach mal. So. Es wird auf jeden Fall ein schöner Weg hier. Na, würde ich sagen. Ja, das könnte eigentlich schon fast ausreichen, ne? Der hat mich nicht gesehen, oder? Ah, jetzt. Cool. Auch nicht schlecht. Ja, alleinerziehend ist auf jeden Fall eine Bürde. Das muss man zugeben. So, wir sind hier auf 8, 8, 10. Warte mal, das muss ich mir jetzt mal aufschreiben. Obwohl, warte mal. Hey, hey. 8, 1, 1, 8. Dann 63 und minus 7, 9, 9. Gut, hätten wir das schon mal. Allein der 10. ist auf jeden Fall eine Bürde. Und, naja gut, zu zweit ist es auf jeden Fall einfacher. Aber ein Kind allein kann wahrscheinlich eine Beziehung nicht kitten. Also ich gehe mal stark von aus, dass das nicht geht. Und, ja. Wenn es eben nicht passt, dann passt es eben nicht. Man kann nichts erzwingen. Vor allen Dingen, ja, wir sind hier auf 64. Ja, okay, gut, dann können wir mal eins runtergehen. Vor allen Dingen dann, ja. Würde es was bringen? Würde es wirklich was bringen, wenn man... Achso, das war die Axt. Wenn man sowas erzwingt? Ich glaube nicht. So, eins runter, ne? Ja. Das heißt hier dann... Nein, der war zu tief. Oh, guck mal, Eisen. Das lasse ich mal drin. Ich meine, es wird ja wahrscheinlich Gründe gehabt haben, warum das dann nicht funktionierte, ne? So, schätze ich mal. Und, ja. So, warte mal, da kommt die Stufe hin. So, dann machen wir das so und so, genau. Da kommt da noch eine Stufe hin, genau. Und dann oben nochmal das da. Ja, gut, passt. Ich meine, wenn sowas in die Brüche geht, natürlich ist es traurig. Und, ja, aber... Dann liegt es dann auch wahrscheinlich irgendwo daran, dass man, ja, gut, es gibt viele Gründe, warum sich Menschen trennen, ne? Der eine sagt, ja, er kann nicht mit der Person leben, weil, 799, okay. Boah, da können wir ja schon fast so eine Kurve machen. Der eine fühlt sich irgendwie vernachlässigt. Der andere, ja. Ich glaube, ich bin hier. Ne, bin ich noch nicht. So, Mann! Nee, Quatsch, das war zu viel. Ach. Ich setze jetzt hier erstmal eine Fackel, damit es nicht so dunkel ist. Weil ich möchte hier jetzt so einen schönen Bogen hinbekommen. Ich mache erstmal die eine Seite fertig, so. Okay, gut. Dann hier zwei. Ne, ein. Dann hier. Und dann, wenn ich dann... Hier nochmal. Ich muss irgendwie... 99 war Mitte, glaube ich, ne? Ja, okay, gut. Dann machen wir hier nochmal zwei hin. So. Dann können wir...
hier einmachen. So, und es ist schon wieder so dunkel, ne? So, dann hier nochmal einen. Warte mal. 1, 2, 1, 1. Ja, dann machen wir hier 2. Und müssen dann hier so nochmal 2 machen. Ja, dann sind wir hier auf 97. Ja, gut, dann machen wir nochmal so einen kleinen Schlenker rüber. Das ist ja okay. Gut. Ja, also wenn's, da gibt's mit Sicherheit 1000 Gründe, warum sowas in die Brüche gehen kann. Und ja, wenn es dann eben so ist, dann ist es eben so. Man kann ja nicht alles haben. Klingt zwar wirklich doof. Ich meine, wenn man sich, man muss auf jeden Fall kompromissbereit sein in jeglicher Beziehung. Sei es jetzt irgendwie Arbeit oder sonst irgendwas, beruflich, habe ich eben schon gesagt. Egal. Beruflich, in der Beziehung. Egal wo. Man muss immer kompromissbereit sein, wenn man irgendwie eine Beziehung eingehen möchte. Und ja, wenn eben der andere dann eben nur gibt, eben nur nimmt und nicht gibt oder umgekehrt. Ja, klar, gibt's ja auch. Es gibt ja Leute, die opfern sich quasi auf für den Partner. Das ist der falsche Weg. Das ist definitiv der falsche Weg. Weil es ist ein Geben und ein Nehmen. Ja, also nicht nur geben, sondern man muss auch, ja, man muss auch bereit sein zu nehmen. Ganz, ganz ehrlich. Man muss auch bereit sein zu nehmen. So, zack, zack. Mache ich das jetzt erst nochmal aus. So, und hier mache ich jetzt erstmal rigoros. Das können wir ja dann nochmal schön bauen. Erstmal hier komplett wegmachen. Das Zeug. Sonst verbaue ich mich da wieder und das, naja, muss ja auch nicht sein. So, ja, aber auf uns wird auf jeden Fall noch viel Arbeit zukommen, vor allen Dingen auf mich. Ich muss dann wahrscheinlich auch noch ein kleines Kinderzimmer fertig machen. Ha, aber ich freue mich schon riesig drauf, Okay, die Anschaffungskosten für die ersten paar Dinger, das wird schon ein bisschen was werden. Wickeltisch, dann Pampers, Verbrauchsmittel Nummer 1 bei Kleinkindern und Babys und hast du gesehen. Oh Gott, da kraut es mir jetzt schon. Also ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, ob ich fähig bin, dem Kind die Windeln zu wechseln. Kann ich echt nicht sagen, weiß ich nicht. Ich meine, ich habe da schon etliche Horrorstories gehört. braucht man nicht unbedingt. So, warte mal, hier 3 rein. Oh, das war einer zu viel. So, warte mal, na? So. Wie habe ich das jetzt da gemacht? Das sind 2, okay. Also ein bisschen Symmetrie möchte ich schon drin haben, damit es wenigstens auch ein bisschen gut aussieht. So, dann 2, dann einer. Nee, so klappt es wahrscheinlich nicht. So klappt das wahrscheinlich nicht. Hier haben wir schon wieder 4 Abstand, hier auch. Ja gut, macht aber nichts, ne? So, 1, 2, 1, 2. So, und dann verließen sie ihn. Wenn wir es so machen. Ne, der ist zu viel, der ist zu viel. Müssen wir es wahrscheinlich so machen. Den nochmal weg. Den nochmal hin. Oder so müsstest du hinhauen. Nee, ich habe eins vergessen. Warte mal. Ich habe hier. Ja, voll rum. 1, 2. Und dann 1, 2. Hey, warte mal. 1, 2. Nee, ich habe hier 3. Genau, das ist es. Ich habe hier 3. Ja, dann muss ich hier noch eins rüber. Genau. So. Zack, 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 zack. Und dann hier. Machen wir das nochmal weg. Naja. Ich werde mir hier jetzt auf jeden Fall noch meinen Weg bahnen. So. Und so, so. Und so, 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 so. So passt das doch. Ne? Würde ich sagen. Gut. Aber in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen, gehabt euch wohl, haut da rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, tschüss!